eure Videos. Moin Leute, Folge 245 ist da. Lasst uns doch mal so ein bisschen anwärmen hier, ne? Mit einem Radfahrer, würde ich sagen. Es passt immer. Und macht es? Sie macht's. Natürlich. Guter Radfahrer, Heidelberg Rot. Direkt die Vorurteilsschublade aufgemacht. Jawoll, so läuft's. Ach komm, Radfahrer sind immer für gute Videos geeignet. Die generieren auch immer so schön viele Kommentare. Aber was soll man machen? Das sind Steilvorlagen. Kannst du dich nicht gegen wehren. Vor allem gern genommen ist ja auch immer dieses: Jetzt bin ich ein Auto, jetzt bin ich ein Fahrrad, jetzt bin ich ein Auto, jetzt bin ich ein Fußgänger. Ibis ist hier mit ultralauter Musik unterwegs und findet hier dieses Dreirad-Gedöns-Ding da. Ja, da kann man ruhig mal hupen, obwohl ich glaube, die Tante ist da mit Sicherheit aus Versehen über Rot gefahren. Ibis steigt aus und will was aus dem Kofferraum holen, lässt aber noch einen Gruß da für die Radfahrerin. Vorne, sagt Ibis, saß ein Kind drin. Der Kopf von diesem Kind war aber ziemlich groß, vielleicht ein Wasserkopf. Also ich glaube, das war ein Erwachsener. So, hier, nächster Radfahrer ohne Licht. Ibis hat das geschickt. Ich habe das nicht gestellt, das ist so. Und er sagt, die Uschi hätte auch nicht fahren dürfen, weil die auf der Straße steht. Und deswegen die rote Ampel eigentlich gilt. Ach, das ist mir alles zu kompliziert, also. Und hier kommt von Ibis nur noch ein aufgebendes. Nichts. So, jetzt kann ja wieder einer ein Video gegen mich machen. Ich würde nur Fahrradbashing betreiben. Weiß ich nicht. Seid ihr Mimosen oder was? Hier sind 90% Autos. Hat noch keiner gesagt, dass ich irgendwie gegen Autos hetzen würde. So ein Video habe ich noch nie gesehen. Verstehe ich nicht. Leute, ich rede von den Leuten, die wir da gerade im Video sehen. Nicht alle Radfahrer. Wenn du an der roten Ampel anhältst und wartest, ja, dann rede ich nicht von dir. Dann bist du mein Freund. In der E-Mail stand, dass hinten drauf wäre ein Kind. Weiß ich nicht. Könnte auch eine kleine Frau sein. Ist aber auch wurscht, weil besser wird es dadurch auch nicht. Ein Auffahrvideo. Da vorne der Typ mit dem Wohnanhänger, ne? Der könnte rauffahren, wenn dieser komische Turan hier mal auf die linke Spur und Platz machen würde. Aber nö, nö. Ist zu viel. Es kommt doch nichts. Obwohl, ein Stückchen Pfeife ist auch der Wohnanhängerfahrer. Ja, ja, schon klar. Auffahrende Fahrzeuge haben keine Vorfahrt. Man muss keinen Platz machen. Nee, aber es muss ja auch laufen irgendwo, ne? Also mach doch mal Platz. Wir müssen uns schließlich alle diese Straßen teilen. Da ist für Egoisten kein Platz. So. Ich weiß, man kann es kaum an den Bäumen erkennen. Da guckt ja ein Motorrad raus. Cool. Windig. Baum, windig. Diese deprimierende Radiosendung, die ihr da hört, die mache ich mal weg hier. Ich könnte jetzt noch Special Effects machen hier von wegen. Knack. Krach. Die Schuld des Angeklagten wiegt besonders schwer. Na, wäre ein bisschen weiter gewesen. Das hätte aber schöne Macken im Auto gegeben. Umgebracht hätte sie wohl nicht, aber alter Schwede. Ja, das Gute ist, Jan-Luca fackelt nicht lange, er schmeißt das Ding von der Straße. Es gibt Leute, die wegen so einem kleinen Ast wirklich die Feuerwehr anrufen. Ganz im Ernst. Ist so. Haben wir Feuerwehrmänner immer wieder bestätigt. Weiß ich nicht. Leute, echt. Das kostet 1000 Euro, nur diesen Ast wegräumen zu lassen oder was. Ach. Aber missverstanden werden möchte ich auch nicht. Also wir sind hier auf einer Landstraße oder Bundesstraße, auf einer Autobahn. Da sieht die Welt schon wieder anders aus. Wieder mal so eine Sache, die ist ganz, ganz komisch. Naja, LKW fährt zu langsam. Und Lindas Mann denkt sich, ich überhole hier mal. Und hier ist ja eigentlich Überholverbot, ne? Aber naja, kommt, der LKW fuhr halt so langsam. Und ja. Hat irgendjemand diesen Baggerfahrer gesehen oder was? Nö, ne? Ich habe es mir auch vorher in langsam angeguckt. Nichts zu sehen, gar nichts zu sehen. Der ist aus dem Nichts gespawnt. Na ja gut, nun war es aber halt so. Dieser kleine Bagger hat dann urplötzlich geblinkt und urplötzlich stark gebremst. Und der LKW, weil er zu dicht aufgefahren war dafür, ist dann ausgewichen. Ja, und blöderweise war denn hier unser Tesla-Wagen schon daneben, hinter unserem Tesla-Karren. Da war übrigens noch ein Auto, die auch überholen wollte, die Tante. Und die hatte sich genauso verjagt und hat auch keinen Bagger gesehen. Also, der kam aus dem Nichts, ich sag es euch.
Aber Glück im Unglück, nichts passiert. Auto ist heile geblieben. Er ist ja schön zwischen diesen Pinguinen durchgefahren und so. Also, puh, Glück gehabt. Der vor uns hat die Warmblinkanlage an. Das wollte ich jetzt schnell erzählen, weil wenn ihr jetzt gleich sagt, er hat doch die Warmblinkanlage an. Ja, die hatte er aber ja schon beim Fahren an. Also von daher kann man ja eigentlich nicht mehr ernst nehmen, ne? Ja, fahr doch und geh doch von dem Handy weg und fahr jetzt! Vollidiot, Digga. Ach Mensch, ihr müsst doch eure Ladung sichern. Matratzen sind leicht, die fliegen natürlich auf der Bahn sofort weg. Was weiß ich, bei 80 oder 100, dann sind die futsch. Oh, oh! Da gehen wir Matratzen verloren. ja. Willkommen auf YouTube. In diesem Clip laufen irgendwie mehrere Sachen schief. Da vorne ist ein Motorrad aufgefahren. Der zieht auf die Mittelspur, ist anscheinend zu langsam und der eine zieht deswegen direkt raus und ach, alles durcheinander. Dem LKW platzt der Reifen vorne links. Ach du Scheiße, ey. Dann habe ich Akimbo erstmal auf seine E-Mail geantwortet, dass er doch einen kleinen Geburtstag auch noch feiern könnte. Denn die LKW, wenn da auf der linken Seite der Reifen vorne platzt, auf der Lenkachse, dann ziehen die LKW gerne volle Pulle in den Gegenverkehr. Und weißt du was? In so einen LKW, da will ich nicht reinrauschen, volles Pfund, ne? Wenn der 70 gefahren ist, gehen wir mal von aus. Nö, möchte ich nicht. Digga, ich fahr 150 und da vorne ist Stau. Der Fabi ruft dann auch die Polizei an und hat denen das mal erzählt und die sind dann wohl auch losgefahren und haben nach denen gesucht. Aber mehr weiß ich auch nicht. Notruf der Polizei. Guten Tag, ich bin hier gerade auf der 46, stehe jetzt hier. Guckt euch die Straße an, die sieht nicht nur glatt aus, die ist es auch. Hier geht's ja noch, aber genau da vorne scheint Eis zu sein, pures Eis. €130 Schaden sind das geworden und Max findet das voll doof. Mira hat uns nicht alles geschickt, hat nicht alles auf Kamera, aber dieser Bulli da vorne, der fährt sich ja wohl einen komischen Scheiß da zusammen. Ne? Die anderen machen auch schon Lichthupe, schlenkert hinterher. Zum Ende des Videos fährt er auf der rechten Spur mit nur noch 60. Also alles ein Witz in Tüten. Mira hat die Polizei gerufen und die haben gesagt, die haben gar kein Fahrzeug in der Gegend und die können da jetzt nichts machen. Okay. Dann hat sie gesagt, anschließend Anzeige, aber auch die ist ohne Erfolg im Sande verlaufen. Tja. Hier ist 100, falls ihr es nicht lesen könnt. Yo! Liebes schickt Grüße aus Ungarn und das ist... Sehr, sehr schön. Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe noch ein bisschen will nicht weiter ungewöhnliche Empfehlung der Woche. Und zwar geht es nicht um Kinder, sowas, sondern... Junge. Was zu essen. Jetzt wird's... Sieht so ein bisschen aus, Klar. Ich bin so hängen geblieben auf diesem Zeug. Mach ich auch immer. So super süß. Weißt du, ganz normaler Straßenverkehr. Alles gurkt durch die Gegend, es geht halt nicht schneller vorwärts. Viel Verkehr, es ist sowieso Ortschaft mit 50.
Was soll sowas denn? Das bringt nichts. Naja, aber hier gibt das dann ja doch mal wieder auf. Einfach nur, hä? Ich glaube, der hat dich erkannt. Kann das sein? Standardspruch, danke für eure Videos, danke für einen Daumen hoch, danke fürs Zusehen, bis denn, tschüss!